Ich kann nicht aufhören. Das Promo-Pack von Throne of Eldraine. Ein stinknormales, aber ich kam sehr günstig dran, ich musste es mitnehmen. Es tut mir leid, wir machen es jetzt einfach auf und tun so, als wäre das jetzt was ganz Neues für uns. Na komm schon. Warum willst du denn jetzt nicht? Hat sich auch super seltsam geöffnet hier. Naja, wir haben ein Wildschwein. Dann eine Blutkrypta. Schockland. Das ist nicht bad. Muss gar nicht, dass ihr drin sein könnt. Ungewöhnliche Allianzen. Für ein rotes, ein blaues. Immer wenn eine Verzauberung, immer wenn ihr die zweite Karte in einem Zug spielt, macht ihr ein 1-1-Fee. Für 6 Mana zieht eine Karte von ab. Okay. Bezaubernder Prinz. 2 Mana, 2-2. Wenn ihr ins Spiel kommt, bestimme 1. Entweder macht die Hellsicht 2, das heißt, sie guckt euch die obersten beiden Karten aus Decks an, legt einen davon drunter, eine drauf. Oder ihr erhaltet 3 Lebenspunkte. Oder ihr schickt eine andere Kreatur, die ihr besitzt, ins Exil und sie kommt am Ende des Zuges wieder. Ja, das war nicht so schlecht. Das ist allein mit der Blutkrypta und dem Prinz schon ein Plus. Das ist nicht schlecht. Ja. Das ist ein kurzes Video, ein ganz kleines Video. Ich habe noch 2 weitere. Ich spoilere das schon mal. Aber die kommen später. Bis dahin, Neublexit. Ciao, ciao.